Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Arcturianische Gruppe, 6. Oktober 2019. Alle Handlungen reflektieren erlangtes Bewusstsein. Übersetzt von Shana für torindiegalaxien.de. Liebe Leserinnen und Leser, willkommen. Ihr, die Erwachten, geht schnell in neue Ebenen des Bewusstseins über, während andere, die vorher nicht bewusst oder nicht an der Wahrheit interessiert waren, empfänglicher für die Untersuchung universeller Überzeugungen werden, die das Leben eines jeden beeinflussen. Du, der du bereits weißt, wer und was du bist, führst den Weg. Ihr seid das Licht für jene, die zu mehr bereit sind, die aber nicht wissen, was sie genau suchen. Du brauchst nicht aktiv zu protestieren oder dich an äußeren Aktionen zu beteiligen, es sei denn, du bist geführt. Deine Arbeit als Wegweiser besteht darin, das Licht der Wahrheit jederzeit im Inneren zu halten und es mit dir in jede Situation zu tragen, die du erleben oder wahrnehmen kannst. Das Licht eines erwachten Bewusstseins fließt automatisch ohne bewusstes Denken in und als Formen der Liebe, die jedes Wort und jede Handlung begleiten. Es kann einfach der Akt des Streichelns eines Hundes oder des Anbietens von Worten des Trostes an einen anderen sein, aber es ist oft einfach nur das stille Zeugnis der Wahrheit, wenn man mitten in einer Zwietracht ist oder sie beobachtet. Du musst nicht mehr aktiv an dreidimensionalen Meinungsverschiedenheiten beteiligt sein. Vermeide intensives Beobachten und Hören von Nachrichten oder Gerüchten. Achte auf das, was vor sich geht, aber tauche nicht ein. Wenn du das Bewusstsein mit Negativität und Problemen fütterst, richtest du dich mit der Energie von ihnen aus, die sich dann als Urteil, Kritik und andere Schöpfungen in und von dem dreidimensionalen Glaubenssystem manifestiert. All die Dinge, an deren Klärung du gearbeitet hast. Alles ist Energie, und weil es nur eine Energie gibt, zieht ihr, was ihr energetisch mit euch ausrichtet, automatisch zu euch, weil alles immer nach dem Einssein sucht, nach dem Gesetz der Anziehung. Jene, die eine hohe Ebene des spirituellen Bewusstseins erreichen, entdecken, dass ihr Leben auf allen Ebenen immer harmonischer wird, weil ihr Bewusstsein der Einheit beginnt, automatisch die Harmonie, das Gleichgewicht, die Sicherheit, die Fülle und Vollständigkeit und so weiter auszudrücken, die in ihm verankert sind. Es kommt jedoch oft vor, dass ein Individuum beschließt, ein Bewusstsein der Einheit anzunehmen und zu erlangen, aber eine oder mehrere göttliche Eigenschaften von dieser Einheit ausschließt. Beispiel: Ich bin ganz und vollständig in jeder Hinsicht, aber ich habe nie genug Geld. Denk daran, dass sich das Bewusstsein immer ausdrückt, und solange jeder falsche Glaube ein Teil des eigenen Bewusstseins ist, wird es sich weiterhin manifestieren. Ein erreichtes Bewusstsein der göttlichen Harmonie und Ganzheit wird nach außen hin auf gewöhnliche und praktische Weise manifestieren. Beispiel: Eine bestimmte Anzeige im Telefonbuch oder ein Hinweis auf einem Brett für einen benötigten Service oder ein Freund, der ein Unternehmen oder ein Produkt empfiehlt, das perfekt für ein Projekt ist, das ihr durchführen möchtet. Wenn du dich von deiner Intuition leiten lässt, wird dein Bewusstsein für Ganzheit und Harmonie den richtigen Anwalt, Arzt, Klempner und so weiter zu dir ziehen, die mit dir übereinstimmen.
Der Verstand interpretiert einen entwickelten Bewusstseinszustand in praktischen Alltagsformen, mit denen sich eine Person identifizieren kann. Das spirituelle Leben ist sehr praktisch, viel mehr noch als das Leben aus den Schöpfungen der Dualität und Trennung, was sich immer in Form von Gut und Böse manifestieren wird. Wir möchten von Reue sprechen. Reue ist der Akt der negativen Beurteilung des Selbst in Bezug auf vergangene Handlungen aus der Perspektive eines anderen, oft höheren Bewusstseins als dem, das zum Zeitpunkt der Handlung oder Aktion vorhanden war. Reue ist eine Illusion, die aus Energien des Trennungsglaubens geschaffen wurde und nie die Realität eines Individuums widerspiegeln konnte oder kann. Viele von euch erleben Reue und Schuld, wenn ihr euer Leben im Lichte eines höheren Bewusstseins überprüft. Alle Handlungen und Entscheidungen spiegeln die erreichte Bewusstseinsebene wider, die zum Zeitpunkt der Handlung vorhanden ist. Wisse, dass alles, was du in der Vergangenheit getan hast, was jetzt Reue hervorruft, einfach nur einen früheren Bewusstseinszustand widerspiegelt. Wenn du dich nicht darüber hinaus entwickelt hättest, würdest du nicht einmal die vergangenen Handlungen in Frage stellen, du würdest es einfach für richtig halten. Die Evolution beinhaltet das Klären von nicht mehr relevanten Energien mit geringerer Resonanz. Höhere Frequenzen des Lichts setzen alte Energien frei, die noch im zellularen Gedächtnis aktiv sind, sodass sie auf einer oder mehreren Ebenen physisch, emotional, mental oder spirituell auftauchen. Dies ermöglicht es dir, dich des besonderen Glaubens bewusst zu werden, der einer negativen Handlung in der Vergangenheit zugrunde liegt. Nutze diese Einsicht, um den Glauben durch Wahrheit zu untersuchen, zu ersetzen, ihn freizusetzen und ohne weitere Nachsicht in Schuld und Reue weiterzumachen. So funktioniert der Ausgleichsprozess. Eine Person ist nur in der Lage, von ihrer erreichten Bewusstseinsebene zu leben. Viele geben vor, einen entwickelten Bewusstseinszustand zu haben, aber früher oder später wird sich die Realität ausdrücken und zeigen. Ein Beispiel dafür ist der ungezügelte psychische, sexuelle und physische Missbrauch von Frauen und Kindern, der in Organisationen durch Individuen stattgefunden hat, die sich selbst in spirituellen und liebevollen Dienst fördern. Reue spiegelt den Glauben wider, dass man versagt hat, etwas Unverzeihliches getan hat und daher der Liebe nicht würdig ist. Bewusstes oder unbewusstes Glauben an das Selbst, nicht liebenswert zu sein, ist die treibende Kraft hinter den Handlungen jener, die auf gewalttätige Weise handeln. Die energetische Resonanz dieses Glaubens wird unwissentlich von Leben zu Leben im zellularen Gedächtnis eines Individuums übertragen, bis sie geklärt ist. Reue kann eine Person in den Glauben versetzen, dass sie des Glücks oder der Liebe nicht würdig ist. Und weil jeder ein Schöpfer ist, schaffen sie weiterhin Situationen, die diesen falschen Glauben verstärken. Sie begrüßen Härte und emotionales Leiden und suchen es sogar, weil sie glauben, dass sie es verdienen. Viele projizieren ihren Selbsthass auf andere als Mittel zur Erleichterung. Ich werde ihnen zeigen, dass ich stark bin. Ich werde sie dazu bringen, mich zu respektieren, fürchten. Andere nehmen Drogen oder Alkohol, um den inneren Schmerz zu lindern, wenn sie sich intensiv getrennt fühlen. Die Seele sucht immer nach Einheit, aber die meisten von ihnen verstehen dies noch nicht. Dieser Bewusstseinszustand schafft einen Teufelskreis aus dreidimensionalen Erfahrungen, der so lange andauern wird, wie er energetisch gespeist wird.
Programme, die das Selbstwertgefühl sowohl in als auch außerhalb von Gefängnissen fördern, dienen dazu, die gebrochenen Herzen vieler Menschen zu heilen, die Gewalttaten begehen. Ein ausgezeichnetes Beispiel sind Gefängnisprogramme, die obdachlose Hunde, die Liebe und Training mit Gefangenen benötigen, zusammenbringen. Die daraus resultierende Partnerschaft ist oft das allererste Mal, dass ein Gefangener jemals Liebe zum Ausdruck gebracht oder empfunden hat. Wenn Schuld auftaucht, denkt daran, dass jede Person Führer und Lehrer Inkarnationen mit einem Vertrag hat, den sie selbst geschrieben hat, über das, was sie zu erfahren und zu lernen wählte. Deine Handlungen können sehr wohl Teil eines karmischen oder Lernprozesses gewesen sein, der von beiden benötigt wird. Negative, vergangene Handlungen schaden oder beeinflussen nie die Realität des anderen, sondern wirken sich auf dich aus. Auf praktischer Ebene kannst du dich entschuldigen, egal ob sich die Person auf dieser oder jener Seite des Schleiers befindet. Sendet Licht und seht das Licht durch die bewusste Anerkennung der Göttlichkeit der betroffenen Person oder Menschen, einschließlich des Selbst. Lasst euch intuitiv leiten, was und wenn überhaupt welche Maßnahmen erforderlich sind. Du kannst dazu angeleitet werden, einfach nichts auf der äußeren Ebene zu tun, aber viel auf der inneren Ebene. Zu lernen, das Selbst zu lieben, kommt durch das Wissen, dass das Selbst selbst ist. Ein Bewusstsein der Einheit kann niemals erreicht werden, wenn das Selbst aus dem einen herausgelassen wird. Es ist leicht, sich selbst zu hassen, wenn das eigene Glaubenssystem auf dreidimensionalen Konzepten basiert, wie man aussehen, sein oder handeln muss, um akzeptabel oder liebenswert zu sein. Dies ist einfach eine alte Programmierung, die ihr längst überschritten habt. Lasst alle verbleibenden Überreste davon sich in das Nichts auflösen. Das ist es. Die Entscheidung, sich auf der Erde geistig in dreidimensionaler Energie zu entwickeln, ermöglicht einen schwierigen, aber sehr wertvollen evolutionären Prozess. Beginne zu verstehen, dass es in Wirklichkeit keine Zufälle, Fehler oder Opfer gibt, besonders in diesen kraftvollen Zeiten des energetischen Aufstiegs. Erkennt und anerkennt die spirituellen Ideen, die allem zugrunde liegen, was ihr seht, hört, schmeckt, berührt oder riecht. So lernt ihr, über die Erscheinungen hinauszusehen, und deshalb habt ihr euch entschieden und dürftet zu dieser Zeit auf Erden sein. Mit Liebe, Respekt und Anerkennung. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.